Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Robert von der Redaktion Motorrad. Ich bin eigentlich der Service-Onkel, aber weil ich auch ganz gerne mal im Dreck fahre, durfte ich die Kollegen aus dem Testressort unterstützen und befinde mich heute an der wunderschönen Algarve und darf die nagelneue Modelljahr 2024 Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports fahren. Die größte Neuheit an diesem Fahrzeug, falls ihr ganz genau hinschaut, seht ihr es auch statisch, ist das 19 Zoll Vorderrad. Ich nehme euch heute mit über den Tag. Wir werden ungefähr 170 Kilometer fahren mit dem Fahrzeug und erzähle euch ein bisschen, was, wie es fährt, wie es sich anfühlt, wie der überarbeitete Motor so anpackt. Genau, kommt einfach mit, habt Spaß dabei. Gehen wir mal zunächst auf den Motor ein. Was kann der Motor? Der neue Motor. Er wurde sanft überarbeitet, um mehr Drehmoment bei weniger Drehzahl zu generieren, um noch ein noch souveräneres Fahrerlebnis zu ermöglichen. Dazu haben die Ingenieure den Auspuff verändert. Sie haben die Ansaugwege verengert. Die wurden teilweise länger, bekamen aber auch mehr Durchmesser. Sie haben die Kolben verändert, die haben etwas längere Hemden bekommen und die Pleuel wurden überarbeitet. Diese ganzen Feintuning-Geschichten führen dazu, dass jetzt bei der aktuellen 1100er die gleiche Spitzenleistung anliegt. Wir haben immer noch 75 kW oder was ist das, 102 PS bei 7.500 Touren, aber wir haben jetzt 112 Newtonmeter, die bereits bei 5.500 Umdrehungen anliegen. Insgesamt ist das maximale Drehmoment nun auch 750 Umdrehungen früher verfügbar, was in Summe das Fahren jetzt nicht zu dem Ritt auf einer Rakete macht, aber zu einem sehr souveränen Fahrerlebnis führt. Ich bin in dem Fall jetzt unterwegs mit der mechanischen Gearbox, also mit dem normalen 6-Gang-Schaltgetriebe. Das ist allerdings gepimpt schon mit dem aufpreispflichtigen Blibber, der mit relativ knackigen Impulsen dann sehr zuverlässig funktioniert. Hier könnte man auch sich ein bisschen eine weichere Bedienkraft am Schalthebel erwünschen. Was mich vorher erstaunt hat, beziehungsweise gestern Abend erstaunt hat, ist die Ausstattungsquote der Transalp, vor allem der Adventure Sports, was das Getriebe angeht. Viele von euch sind wahrscheinlich am DCT interessiert, weil Honda gestern gesagt hat, dass in 2023 in Deutschland 63% der Adventure Sports mit DCT verkauft wurden. Auch hier habe ich gute Nachrichten, wenn wir schon beim Bereich Antrieb sind. Das DCT wurde auch leicht überarbeitet, vor allem aber ist es jetzt gekoppelt an die 6-Achs IMU, also an das Gyro von Bosch, das auch das Schräglagen-ABS mit Informationen befeuert. Sprich, durch die Anbindung an die ECU oder den verbesserten Datenstrom werden Schaltvorgänge in Schräglage oder beim Bremsen über den Neigungswinkel des Pitchens oder so und auch der Schräglage werden sanfter. Hier gibt es also auch Fortschritte laut Honda. Ich selber bin jetzt das neue DCT noch nicht gefahren, das passiert nach der Mittagspause. Und genau, so viel dazu. Neu am überarbeiteten Motor ist im Übrigen der schwarze Zylinderkopf und der war früher silber. Sinn dahinter war, man wollte das so ein bisschen Stealth haben, dass hier nicht so eine leuchtende Fläche ist. Aber grundsätzlich mit dem Metallic-Lack hier, muss man echt sagen, in der Sonne mit dem wertigen Honda-Logo, das ganze Fahrzeug strahlt eine Wertigkeit aus, die wirklich vom Feinsten ist. Also ist leider so, dass wie gesagt die Tricolore in dem Fall 300 Euro Aufpreis kostet, aber wenn ich jetzt schon so viel Geld ausgebe für ein Motorrad, dann muss auch das bisschen Lack mit drin sein.
sind wir jetzt noch bei der sozialkonformen Kompatibilität dieses Fahrzeugs und der damit verbundenen Integration in unser aller Alltag. Der Auspuffton, die Note ist etwas dumpfer geworden, ist anscheinend im Verhältnis zum Vorgängermodell, das ich selber nicht gefahren bin, auch ein Ticken lauter geworden, aber wirklich in einem absolut sozialverträglichen Maße. Man sitzt jetzt auf dem Motorrad drauf, man hat dieses Twin-Gefühl, das Geschiebe von einem 1100er Parallel-Twin, das unterstrichen wird von einem dumpfen, maskulinen, aber nie laut oder störenden Auspuffgeräusch. Was kann das neue Fahrwerk mit dem 19 Zoll Vorderrad? Also zum einen muss gesagt werden, dass an der Adventure Sports immer das EERA-Fahrwerk, das elektronische Fahrwerk, das semi-aktiv arbeitet und alle 15 Millisekunden quasi nachjustiert, dass das bei der Adventure Sports immer mit am Start ist. Genauso wie das 19 Zoll Vorderrad, das die Adventure Sport deutlich straßenmontierter präsentiert, aber auch noch eine Rest-Offroad-Qualität zulässt. Die Reifengrößen belaufen sich auf die Standardgrößen der momentan aktuellen Reiseenduros. Wir haben vorne den 110 80 19 und hinten den 150 70 18 montiert, also gängige Größen der Mittelklasse Reiseenduros, sodass man hier auch mal eine Semi-Stolle oder eine richtige Stolle setzen kann, wenn man mehr Schotter fährt. Das 19 Zoll Vorderrad an sich sorgt für ein sehr souveränes Fahren auf der Straße. Das Motorrad ist jetzt nicht übermäßig handlich, aber es biegt wirklich auf einen kleinen Lenkimpuls ab. Es fällt neutral in Schräglage. Es fühlt sich total berechenbar an. Und der größte Vorteil in dem Fall von dem 19 Zoll Vorderrad, das auch breiter ist, einen größeren Large, also eine größere Auflagefläche hat, ist einfach, dass ich höhere Bremskräfte übertragen kann, dass ich einen höheren Fahrkomfort habe und dass ich dadurch eben auch ein Stück weit die Sicherheit erhöhe. Mehr Grip am Vorderrad bedeutet, ich kann besser bremsen, ich habe mehr Souveränität in Schräglage und das spürt man an der Adventure Sports wirklich ganz deutlich. Man sitzt auf dem Fahrzeug, das Feedback von vorne ist jetzt nicht kristallklar, aber die Vertrauensbasis ist sofort da. Du fühlst dich auf dem Motorrad total wohl. Dieses neutrale Handling, dieses souveräne bis zum Rastenkratzen, lineare Abbiegen ist ähnlich wie beim Motor. Total berechenbar, absolut überzeugend und nie irgendwie beängstigend. Und wenn es da mal sein muss in der Kurve, wenn man da mal einen Anker werfen muss, ist alles kein Problem. Zumindest im Neuzustand von den Bridgestone-Reifen stellt sich das Fahrzeug nicht spürbar auf. Es ist wirklich ein ganz souveränes Bremsen in Schräglage. Man kann wunderbar Geschwindigkeit abbauen. Und eben entsprechend auf Ölflecken, was auch immer, Dreck, Fahrzeuge vor einem, die hinter der blinden Kuppe sind, was auch immer. Man kann wirklich souverän reagieren. Well done, Honda. Ja, wie sitzt man denn jetzt nun auf der Africa Twin? Ganz ehrlich, saugut. Ich kann es gar nicht anders sagen. Jetzt schwinge ich mich hier mal drüber, nimm das Ding vom Seitenständer. Und ja, wir haben ein Motorrad mit Gangschaltung, also mit Standardgetriebe von 243 Kilo. Dann auch mit 218 Kilo Zuladung. Wird das DCT geordert, was wie gesagt über die Hälfte der Adventure Sports Fahrer machen. Steigt das Gewicht um 10 Kilo auf 253 Kilogramm. Entsprechend reduziert sich die Zuladung um 10 Kilogramm auf 208 Kilo. Um auf die Ergonomie zurückzukommen, man sitzt wirklich sehr komfortabel auf dem Fahrzeug. Das Aufsteigen auf die Sitzbank funktioniert wirklich gut. Dieses Initialhandling, das vom Seitenständer wegnehmen, ist sehr leicht. Und das Schöne ist, durch die Kontur der Sitzbank, die ist auch neu, die Kontur, habe ich einen sehr angenehmen Stand. Ich habe immer souverän beide Füße auf dem Boden. Wenn jetzt auch mal einer vorbeikommt hier in der Gruppe und dich mal so kurz ein bisschen schubst, du stehst immer souverän
Kann natürlich auch mal eine Windböe sein, wenn man allein unterwegs ist, ohne Kumpels oder so. Also man steht seriös, Rasten, Abstand zur Sitzbank ist hervorragend. Ich fahre jetzt in der hohen Sitzhöhe von 855 mm. Die Sitzbank selber kann man noch um 20 mm runterlassen, die Seriensitzbank. Kommt dann auf 835 mm. Und auch die Lenkerkröpfung, die Lenkerbreite ist wunderbar. Ich schwenke jetzt nochmal kurz rüber. Wir haben hier diese wunderbare goldene Segelstange, mit der ich das Fahrzeug souverän rangieren und steuern kann. Ich habe einen sehr, sehr guten Lenkeinschlag. Also das heißt, wenn ich mal die Übung mache, fahren am Lenkeinschlag oder wenden muss, dann komme ich hier auf extrem geringe Durchmesser und das erleichtert mir auch das Rangieren. Von daher super Bene, Sozius Komfort werden wir dann im ausführlichen Test besprechen. Heute während der Fahrveranstaltung ist Solobetrieb angesagt, aber ich sage euch jetzt mal, auf die ersten zwei Stunden ist das wirklich souverän. Ja, kommen wir mal zu dem ersten und einzigen Pferdefuß, beziehungsweise ich sage jetzt mal der Wimper im Suppentopf, die ich gefunden habe. Wenn man sportlich fährt und die Schräglage ausnützt, dann bekommt man rechtsrum leichte Probleme. Ich habe jetzt hier einen 43er Stiefel und wenn ich jetzt im Tourenmodus fahre, also ganz normal den Fuß auf der Raste habe, ich hoffe man sieht das jetzt, dann setze ich relativ schnell mit dem Stiefel auf und mir ist es jetzt zweimal passiert, dass der zack nach hinten gezogen wird und dann stehe ich sehr schnell am Auspuff an. Wenn ich jetzt hingegen dann meinen Fuß nach hinten verlage, also quasi in eine Sportfahrer-Fußposition gehe, wo ich dann mit dem Ballen auf der Raste stehe, so wie hier, dann habe ich also auch schon mit Schuhgröße 43 das Problem, dass ich am Auspuff anstehe. Das fühlt sich zum einen nicht gut an und man muss auch gar nicht drüber weiterdenken, was passiert, wenn man über Schuhgröße 43 trägt. Also hier wäre es wünschenswert, ein bisschen mehr Platz für den Fuß zu haben. Aber wie gesagt, ich rede jetzt hier von der Wimper im 100 Liter Suppentopf, die man halt jetzt nun mal gefunden hat. Es geht ja nicht ums Meckern, es geht nur ums Anmerken. Ja, kommen wir kurz zum Design. Mir persönlich gefällt die Honda in der 300 Euro aufpreispflichtigen Tricolore-Variante extrem gut. Ich finde, die Front ist super gelungen. Wir haben hier dreistufiges Kurvenlicht, das wir jetzt in der Helligkeit noch nicht testen konnten, was aber dem ganzen Motorrad ein dynamisches, aber nicht allzu aggressives Erscheinungsbild gibt. Wir haben jetzt auch eine dreiteilige Frontverkleidung, sprich, wenn das Motorrad mal links oder rechts umfällt, können wir links, rechts oder sogar Mitte tauschen. Dann kommen wir, wenn wir eh schon hier vorne stehen, kommen wir noch zur Scheibe. Ich fahre jetzt aktuell in der höchsten Stellung der Scheibe. Hier muss man anmerken, dass man leider eine Zweihandbedienung hat. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, ich habe ja Tempomat, kann ich ja auf einer Geraden die Scheibe trotzdem mal während der Fahrt hoch und runter machen. Ja, kann man. Offiziell müssen wir jetzt aber natürlich sagen, Safety first, macht's nicht, haltet an. Aber der Windschutz in der hohen Stellung ist schon mal super für einen 1,83 Fahrer. Von daher Windschutz schon mal sehr gut. Wenn wir schon hier stehen, dann kommen wir noch mal zur Kupplung. Die Kupplung lässt sich wirklich sehr leicht bedienen, hat einen guten Druckpunkt. Das Einkuppeln ist extrem smooth, also es funktioniert wunderbar. Anfahren, jo, abwürgen kann man immer. Aber mit dem Drehmoment von dem Motor und dieser dosierbaren Kupplung ist eigentlich ja, im Normalfall fast unmöglich. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist die Honda Bedieneinheit hier für Cockpit, Fahrwerk und auch Heizgriffe. Da muss man aber einfach sagen, wenn du als One-Off dieses Motorrad in der Garage stehen hast, gewöhnst du dich dran, kannst relativ schnell alle Menüfunktionen abrufen, die du magst und hast keine Probleme damit. Beim Erstkontakt ist es natürlich so, man hat erstmal eine Aufgabe, sich da durchzufummeln und das ist halt immer so bei neuen Sachen. So, jetzt immer noch bei dem Shoei EERA, bei dem elektronischen Fahrwerk. Wir haben in dem Fall abrufbar
Ride Modes, wir haben Tour, wir haben Urban, wir haben Gravel, wir haben Offroad, wir haben User 1 und User 2. Wir können also frei konfigurieren, was jetzt die Dämpfung zum Beispiel angeht. Wir haben hier schnell Adjuster, also Schnelleinstellungen für das Fahrwerk. Wenn ich jetzt von Solo Rider auf zwei Leute mit Gepäck umschalte, dann habe ich ungefähr 10 mm mehr Vorspannung. Das heißt, das ganze Motorrad hebt sich um 10 mm an. Das ist auch gut, wenn man sportlich alleine fährt, weil man dann nicht so schnell mit den Rasten aufsetzt. So, versuchen wir nochmal eine kleine Cockpit-Tour. Achtung, ich bin kein ausgebildeter Elektroniker von Honda, aber ich versuche jetzt mein Bestes. Wir können jetzt in dieser Menüebene die Anzeige einstellen. Wir kommen hier auf Restreichweite, Batteriespannung, Verbrauch. Wir haben hier Trip A. Wir haben jetzt im Moment einen Verbrauch von 6,1 Liter. Ich habe ehrlich gesagt aber nicht geschaut, ob das alles genullt war. Und man muss auch sagen, dass die Journalisten jetzt bei der Pressevorstellung natürlich einigermaßen ziehen. Also ich bin mir sicher, dass wir das Fahrzeug auch im Bereich von 4,5 Liter auf Tour fahren können. Was ich so ein bisschen komisch finde, ist, dass du oben hier auch dieses touchfähige, schöne TFT-Display hast mit 6,5 Zoll Bildschirmdiagonale. Und dann drunter im Prinzip wie so eine Notlösung das LCD-Display mit Öldruck und so weiter und auch ABS-Kontrollleuchte. Ja, hätte man optisch ein bisschen schicker machen können wahrscheinlich, ist aber jetzt auch kein Drama. Das Display an sich ist in der Helligkeit voll einstellbar, damit man eben nachts nicht geblendet wird. Wenn wir jetzt in den Menüebenen etwas tiefer gehen wollen, dann müssen wir an einem Hebelchen lange ziehen, kommen dann diese Menüebene, wo wir auch das Multimedia-Setting eben aktivieren können. So, wenn ich jetzt über Settings gehe, kann ich über Function die User Modes einstellen, muss ich wieder bestätigen. Bin jetzt dann im Mapping User 1, muss wieder bestätigen und kann jetzt hier in dem Fall beginnen, das Fahrzeug für mich zu konfigurieren. Ich kann jetzt hier das Ansprechverhalten steuern, kann dann in der Ebene drunter das Motorbremsmoment einstellen, kann die Dämpfung generell einstellen, vorne und hinten, kann dann vorne separat einstellen und hinten auch. So, was dann noch einstellbar ist, ist im Prinzip Onroad, Offroad ABS. Es geht dann weiter mit der Preload. Also wenn ich dezidiert am Fahrzeug was verändern möchte, geht das auch hier im Submenü. Und das Ganze ist natürlich auch speicherbar. So, wie komme ich hier wieder raus? Da haben wir den Return-Button. Zack, zack, zack. Ich habe jetzt hier beim Display die Möglichkeit, die Brightness einzustellen. Also Auto-Brightness bedeutet Anpassung an das Umgebungslicht. Wir können den Background ändern, also da gibt es allerlei Sachen einzustellen. General, schauen wir mal rein, weiß ich auch nicht, was das ist. Ah, okay, wir haben hier Units, Sprache und so weiter und das Default, um auch wieder zurückzukommen. Des Weiteren haben wir hier die Media Settings, ich kann hier mein Telefon verbinden. Riding Information, Enter, was haben wir hier? Ah, sind wir wieder zurück im Cockpit. Also von daher sehen wir ganz klar, wir haben an den Adventure Sports auch die elektronische Spielwiese komplett vorhanden. Wir haben noch dazu, Achtung, die Vintage Zigarettenanzündersteckdose und hier haben wir noch einen USB-Stromanschluss. Sehr wasserdicht verpackt. So, wir sind zurück im Hotel. Ich kann nur sagen, ich hatte einen wunderschönen Tag im Sattel von der Adventure Sports. Ich möchte jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung für euch präsentieren
und vor allem noch ein paar Daten und Fakten bringen, die bislang noch nicht aufgetaucht sind. Fangen wir mal mit dem an. Das diejenigen interessiert, denen das Video bis hierher gefallen hat. Es geht nämlich um die Verfügbarkeit und den Preis. Das Fahrzeug ist in Deutschland verfügbar ab März 2024, also noch irgendwelche 6-8 Wochen warten, dann könnt ihr beim Händler das Fahrzeug abholen. In der Tricolor-Variante kostet das Motorrad 18.750 Euro ohne dem DCT plus 490 Euro Liefernebenkosten. In der Standardversion, also in Schwarz, das ist die einzige andere Variante zu Tricolore, kostet das Motorrad 18.450 Euro und ist natürlich nicht ganz so schick, fährt aber genauso toll. Wer das DCT haben möchte, das wirklich wunderbar funktioniert, muss nochmal 1100 Euro extra auf den Tisch legen. Wem dann dieses nackige Motorrad so nicht gefällt, der kann auch noch bis zu 6 fein gestaffelte Zubehörpakete ans Fahrzeug anbringen lassen vom Händler. Dazu gehört erstmal das Adventure-Paket, dann gibt es ein Rallye-Paket und es gibt ein Urban-Paket und es gibt auch noch das Travel-Paket. Jetzt kann man sich natürlich schon relativ gut vorstellen, was da inkludiert ist. Beim Travel-Paket ist die Koffer dabei, beim Urban-Paket ist ein Topcase dabei, das Rallye-Paket hat so ein bisschen Sturzbügelchen und so weiter und das Adventure-Paket hat dann viel, viel, viel mehr. Wenn euch das im Detail interessiert, dann schaut bei Honda auf die Homepage vorbei. Die haben einen wunderbaren Zubehörkatalog und dann könnt ihr euch da tiefstgehend und zu aller tiefstgehend informieren, wie ihr das Bike individualisieren könnt. Das 19 Zoll Vorderrad ist ganz klar eine verstärkte Ausrichtung der Adventure Sport in Richtung Straße mit dem Effekt, dass wir ein total überzeugendes Fahrgefühl erhalten. Wenn wir jetzt ein bisschen in Richtung Technik schauen, dann ist theoretisch ein 21 Zoll Vorderrad etwas handlicher als ein 19 Zoll Vorderrad. Und dieser Effekt hebt sich aber auf in höheren Geschwindigkeiten, weil dann die Kreiselkräfte das 21 Zoll Vorderrad eben unhandlicher machen. Wir haben beim 21 Zoll Vorderrad auch den Nachteil, dass der Large, also die Auflagefläche des Reifens, kleiner ist und wir deswegen weniger Grip an der Vorderachse haben oder am Vorderrad haben. Mit dem 19 Zoll Vorderrad bekennt sich Honda ganz klar zu dem Einsatzzweck Straße, ohne die Offroad-Qualitäten zu stark zu kompromittieren. Aber auf der Straße haben wir durch die größere Auflagefläche des Reifens, durch die größere Aufstandsfläche mehr Grip. Wir können tief in Schräglagen reinbremsen. Wir haben ein wunderschönes Lenkgefühl, das neutral bis in tiefe Schräglagen ist und somit eigentlich, ich sag mal, das bessere Fahrzeug für denjenigen, der mehr oder hauptsächlich auf der Straße fährt. Weil wir schon beim Thema Bremsen und Handling waren, was absolut klasse funktioniert mit dem neuen Reifen, die wir heute gefahren sind, also neu in dem Sinne, dass noch kein großartiger Verschleiß stattgefunden hat, ist, dass wir tief in Schräglage bremsen können. Das Motorrad verfügt über eine neue oder die neueste Bosch Cornering Technology, was ABS angeht, und bremst und verzögert wunderbar ohne Aufstellmoment. Auch hier ergibt sich ein wunderschönes Gesamtbild. Du kannst das Motorrad wirklich fahren, ohne dass es in irgendeiner Form dir Angst oder Sorgen bereitet. Also es ist ein total umgängliches Fahrzeug. Und von daher ist dieses 19 Zoll Vorderrad ein absoluter Zugewinn für Leute, die sowieso sagen, ey, ich fahre Straße, Feierabend. Also absolut empfehlenswert. Ja, generell einfach cool. Honda gibt an, dass sie 2023 63% aller Adventure Sports mit DCT ausgeliefert haben. Ehrlich gesagt war ich heute früh ein bisschen skeptisch, weil ich dieses automatische Schalten nicht mag am Motorrad. Ich muss jetzt aber sagen, nachdem ich die zweite Hälfte des Tages mit dem DCT gefahren bin, dass es auch da richtig vorwärts ging. Also das Doppelkupplungsgetriebe bekommt mittlerweile auch Informationen über den Fahrzustand des Fahrzeugs, also nicht nur Drosselklappe, Fahrerwunsch, Beschleunigung, sondern erhält auch Informationen über die Schräglage oder den Pitch des Fahrzeugs, was die Schaltvorgänge in Schräglage deutlich sanfter macht. Also da ein Riesenfortschritt im Verhältnis zum Vorgängermodell. Ich persönlich würde es mir trotzdem noch nicht kaufen, weil ich einfach ein aktiver Motorradfahrer bin. Aber für alle, die viel mit Sozius fahren und keine Lust haben auf dieses Helmklatschen bei Schaltvorgängen, kann man sagen, Leute, fahrt mal eine DCT Afrika-Twin-Probe und dann entscheidet. Ich persönlich würde das 6-Gang-Schaltgetriebe bevorzugen, allerdings mit dem Schaltautomat, mit dem Blipper hoch-runter. Dessen Betätigung ist
was das Auslösen der Gangwechsel angeht, ein bisschen harsch. Der könnte ein Ticken sanfter sein. Die Gangwechsel finden aber total zuverlässig statt, also keine Zwischenläufe etc. Kommt mir sehr entgegen. Generell zur Ausstrahlung der Africa Twin Adventure Sports. Ich finde das Motorrad vom Gesamtbild her absolut überzeugend. Es ist hübsch, es ist, also mir persönlich gefällt es sehr gut. Es ist zugänglich, es ist fahrerfreundlich, es hat genug Leistung und das Wichtigste ist, du kannst mit dem Fahrzeug zügig fahren und du kannst auch mal anderen Leuten zeigen, was möglich ist, aber es stachelt dich nie dazu an. Es sagt dir nie, fahr schneller, sondern es ist ein souveränes Fahren. Wenn man das dann ein bisschen übertreibt, dann kommen wir eigentlich zum einzigen Kritikpunkt. Wir haben hier relativ wenig Platz zwischen der Fußraste und der Blende vom Auspufftopf, also mit Schuhgröße 43. Wenn ich sportlich fahre, mit dem Ballen auf der Fußraste stehe, stoße ich mit der Ferse hinten an. Mir ist es leider zweimal passiert, dass ich in Rechtskurven, dass der Stiefel sich nach hinten gezogen hat, weil ich mit dem Stiefel aufgesetzt habe. Das ist sehr unangenehm. Da muss man wirklich darauf achten, dass wenn man zügig fahren will, dass man im Modus ist, Zwei-Personen-Modus ist mit Gepäck, dass über die Vorspannung einfach mehr Schräglagenfreiheit generiert wird. Links herum ist es ein bisschen besser. Allerdings, wenn sie links aufsetzt, haben wir das Problem, dass dann relativ zügig auch die Seitenständeraufnahme kommt, was zu einem harten Aufsetzen führt. Das fühlt sich unangenehm an, ist aber bei trockenen Straßen, sage ich jetzt mal, unkritisch, da man generell mit viel Negativweg unterwegs ist, viel Negativ-Federweg unterwegs ist und so das Aushebeln eigentlich erst ganz, ganz spät vonstatten gehen würde. Das sind aber Fahrzustände, da kommt man höchst selten rein. So, um uns jetzt auf den Punkt zu bringen, mich persönlich hat die, Achtung, Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports wirklich überzeugt. Ich mag das Gesamtpaket, ich mag die Optik, ich bin auch, was die Bedienung der Elektronik angeht, innerhalb dieser 5-6 Stunden, die ich jetzt mit diesem Motorrad verbracht habe, zu Streich gekommen. Also das heißt, auch alte Männer wie ich können sich da intuitiv ranarbeiten. Und ja, ich kann nur sagen, wem das Motorrad gefällt, wer da vor der Entscheidung steht, neu anschaffen zu möchten, dem kann dieses Motorrad in seiner Gesamtheit wirklich angetragen werden. Geht zum Händler, fahrt mal Probe, weil es muss nicht immer 100 plus PS sein. Es reichen auch 102 PS und 112 Newton. Mit der von Honda quasi gewohnten und somit intuitiv oder unbewusst verbrieften Dauerzuverlässigkeit. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen zuverlässigen, schönen Feierabend. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Kommentare da. Ihr wisst ja, learning by doing. Meckert, wenn es was blöd war. Däumchen hoch, wenn euch was gefallen hat. In diesem Sinne, peace out, ich bin raus. Ciao.